Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr, wenn es geht auch ein gesundes. Ja? Warum sage ich das so einschränkend? Weil diese Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, krank machen. Wir haben keinen Gesundheitsminister, wir haben einen Krankheitsminister. Und ich hoffe, in 2022 geht das jetzt nicht so weiter wie gehabt. Ja? In der Silvesternacht hat es ordentlich gescheppert in Berlin. Also es wurde mächtig geknallt. Hat ja auch keiner verboten, oder habe ich da was gehört? Warum sage ich das so? Ich kriege tatsächlich nichts mehr mit. Ich habe seit Monaten kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr geguckt. Ich habe jetzt seit Wochen meine Lieblingszeitung liegen lassen, nicht mehr reingeguckt, was da drin steht. Selbst die Schlagzeilen verfolge ich nur noch mit einem gelinden Lächeln, weil sie mich einfach nicht mehr interessieren. Diese Medien repräsentieren nicht mein Leben. Mein Leben ist meins. Und da quatscht mir keiner rein. Und das tun die einfach zu viel. Ja? Anstatt einfach mal ein paar Fakten zu listen, die überprüfbar und richtig sind, anstatt einfach mal diesen Datensalat so richtig aufzuräumen, wie das jeder gute Statistiker machen würde, der was drauf hat, behaupten sie, das wäre die Grundlage für wissenschaftliches Arbeiten. Nein, ist es nicht. Datensalat bleibt Datensalat und das kann auch jeder ganz einfach selbst schnell feststellen, indem man mal ein paar Sachen nachprüft. So, das verlange ich tatsächlich von meinen Mitbürgern, dass sie das tun. Ja. Deshalb bin ich Lehrer geworden, um Kompetenzen zu vermitteln. In der Analyse von Zahlen zum Beispiel. Ja, und damit werden wir auch gleich beim wichtigsten Thema für mich. Ich bin und bleibe Lehrer und ich werde auch wieder als Lehrer arbeiten. Wo? Das steht in den Sternen, das wissen wir nicht so genau, aber in Deutschland gilt Berufswahl, freie Berufswahl. Ich habe mich nicht dafür entschieden, um jetzt von Sandra Scheres eines Besseren belehrt zu werden. Ja? Ich habe kein Berufsverbot und ich bin auch immer noch Lehrer. Und ich lasse mich auch nicht einfach so rausschmeißen, wie das passiert ist. Ich lasse mich auch nicht beschimpfen. Ich lasse mich nicht diskriminieren. Ich lasse mich nicht wegmobben. Ich lasse mich nicht fertig machen. Aber damit das alles gelingt, damit ich gesund bleibe, kann ich mir diesen Schwachsinn von unseren Medien nicht mehr antun. Es ist jetzt 2022. Und ich hoffe mal, es findet ein großes Nachdenken statt. Nachdenken, das ist bestimmt Querdenken. Ich habe Denken gesagt und das meine ich auch. Ja, so. Die Bezeichnung Querdenker ist nur eine Beschimpfung. Eine völlig hohle Phrase. Ohne Substanz. Was soll denn ein Querdenker sein, bitteschön? Das ist ein kleiner Spaß eines Vereins gewesen. In Baden-Württemberg, soweit ich weiß. Die haben sich so genannt. Ja? Die haben ein paar Gedanken geäußert. So. Die Gedanken kann man sich angucken und dazu kann man sagen, richtig oder falsch. Aber einfach nur auf Leute zu zeigen und zu sagen, du bist ein Querdenker, mit dir rede ich nicht. Das ist eine völlig falsche Herangehensweise. Und das muss ich in 2022 ändern. Ich möchte jetzt auch nicht mehr hören, dass irgendjemand das Wort Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner in den Mund nimmt, sondern dass er sachbasiert arbeitet, er faktenbasiert arbeitet, dass er mit jedem spricht. Ja? Vielleicht nicht lange, aber dass es generell möglich ist, das gibt doch schon unsere Staatsform vor, oder? Soweit ich weiß, leben wir in einer pluralistischen Demokratie, die viele Meinungen zulässt, damit natürlich auch meine. Warum soll man auch Meinungen ausgrenzen? Das führt nur dazu, dass sich die Ausgegrenzten zurückziehen. Ne? Also wie ich letztes Jahr, Anfang letztes Jahr habe ich ja gesagt, rette sich, wer kann.
das sah bei mir so aus, dass ich jetzt tatsächlich mächtig aufgeräumt habe, eigentlich alle Verträge gelöscht habe, gekündigt habe, die mir Geld gekostet haben und die eigentlich zu nichts Nütze sind in der neuen Normalität. Ne? Ich kann zum Beispiel nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Wozu soll ich dann den Schwimmverein noch aufrechterhalten? Ne? Wie sieht's aus mit Jugendherbergen? Weiß ich nicht. Ich habe das Deutsche Jugendherbergswerk auch gekündigt. Ich habe den ADFC gekündigt. Ich habe die GEW gekündigt. Ich habe alles Mögliche gekündigt. Sogar die GEMA. Das war ja sozusagen meine heilige Kuh, so als potenzieller Musiker, der irgendwo nochmal was produzieren könnte, was dann verwertbar wäre. Und ich habe mich jetzt aber entschlossen, die Verwertung, die nehme ich selbst in die Hand. Falls ich mal irgendwann Geld mit meiner Musik verdienen sollte, dann wird das nicht über die GEMA abgewickelt. Dann mache ich das selbst. Also ich zahle nirgendwo mehr ein, wo ich dann anschließend irgendetwas zurückkriege, wenn ich dann einen Antrag ausgefüllt habe. Also komplette Versicherungsverträge sind also draußen. Ich habe jetzt noch eine Haftpflicht. Und ein Hausrat. Und das war's. Oh, ja, tatsächlich. Natürlich, das wird Konsequenzen haben, weil ich war schon häufig so eine Art Trendsetter. Sie können davon ausgehen, dass das, was ich heute tue, von vielen Leuten jetzt gemacht wird. Einfach mal Kassensturz. Ne? Welchen Unsinn habe ich in den letzten Jahren bezahlt, den ich tatsächlich jetzt nicht mehr nutzen kann, jetzt nicht mehr brauche, der jetzt einfach wegkommt in 2022. Die Regierung, die wollen sie weghaben. Ja, okay, aber die machen ja nicht die geringsten Anstalten, sich irgendwie zu bewegen. Noch nicht mal mit Menschen wie mir zu reden. Ja. Es wird weiter kräftig draufgehauen, behauptet, die Gesellschaft sei nicht gespalten. Das ist völlig lächerlich. Ich behaupte mal, die Hälfte der Bevölkerung, mindestens, steht nicht hinter den Maßnahmen der Regierung. Und das so hinzustellen, als ob ich der Einzige wäre, der irgendwelche Kritik äußern würde. Völlig abwegig. Also, wie geht's in 2022 weiter mit Deutschland? Ich fürchte gar nichts, weil eine Menge an Arbeitskraft einfach brach auf der Straße liegt. Weil das Leute sind, die einfach keinen Bock haben, für diese Herrschaften noch irgendeinen Cent zu erwirtschaften, den Kopf anzustrengen, womit sie Geld verdienen. Ja? Da mache ich doch lieber Musik und überlege mir, kann ich das irgendwie verwerten oder nicht? Vielleicht mache ich nach Corona dann irgendwie mal ein paar Auftritte, bekomme dafür Geld. Ich weiß es nicht, es ist völlig egal. Ich räume jetzt auf, weiter, ne? Rette sich, wer kann, war in 2021. In 2022 fängt der Aufbau wieder an. Für mich. Also, wir schauen mal, was bei meiner Kündigungsschutzklage rauskommt im März. Unabhängig davon bleibe ich Lehrer. Ich werde auch weiter unterrichten. Wo ist dann die Frage? In welchem Rahmen als Selbstständiger, der als Dozent arbeitet oder an einer Schule in Brandenburg oder was auch immer. Es gibt da viele Möglichkeiten. Ja. Angenommen, die Supermärkte machen jetzt demnächst zu für Ungeimpfte. Auch so ein Schimpfwort, ja? Ich bin gegen tausenderlei Dinge geimpft. Aber wenn Sie sich diesen Impfstoff mal ein bisschen genauer angucken und dann sich einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen, wo eigentlich die Haftung liegt für dieses Experiment, was da gerade durchgeführt wird, dann kann man es doch niemandem verübeln, dass er da nicht mitmacht, oder? Also, 2020 fing Corona an, 2021 rette sich, wer kann, 2022 der Aufbau einer neuen Normalität für
Menschen, die in diesem Angst- und Panikgerüst der Regierung sich nicht mehr wiederfinden, die dort nicht mehr teilhaben wollen, die jetzt parallel zu dem, was die Regierung will, ihre eigene Realität gestalten. Ja? So, was habe ich denn jetzt noch vergessen? Könnte mich jetzt noch ein bisschen äußern zu den Finanzen, aber für heute war es genug. Frohes, neues, gesundes Jahr und tschüssi. Neue Videos demnächst.